Hallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen Let's Play-Kanal. Ich bin Rönne, bedanke mich, dass ihr reinschaut und melde mich aus meiner Winterpause zurück und führe meine Let's Plays wieder fort. Hoffentlich auch wieder täglich, wir werden es sehen. Den Anfang mache ich auf jeden Fall mit Lovecrafts Untold Stories, einem Top-Down-Shooter-Roguelike. Adventure-Rollenspiel-Horror-Mix. Und die Zuschauer unter euch, die mich kennen, die wissen, welche Liebe ich für die Lovecraft-Geschichten empfinde. Leider gibt es nur wenige Spiele, die dieses Gefühl auch wirklich aufgreifen. Klar, Lovecraft Untold Stories ist aufgrund seines Spielprinzips jetzt kein tiefgängiges Spiel, finde aber, dass die Kurzgeschichten von Lovecraft hier sehr gut eingebunden wurden und das Gefühl wurde auch sehr gut erfasst. Und außerdem steht dieses Jahr auch der zweite Teil dieser Reihe an, den ich auf jeden Fall spielen werde, auf den ich mich schon unheimlich freue, der auch nicht mehr im Pixel-Art wie dieser Titel hier sein wird und auch im Koop spielbar sein wird. Ja, Lovecraft Untold Stories 1, damit fange ich jetzt an. Das Kapitel mit dem Detektiv habe ich tatsächlich schon durchgespielt und nach dem Durchspielen dachte ich mir, dass ich das doch mit euch zusammen erleben sollte als Let's Play. Und ja, das heißt, die Sache mit dem Detektiv, die kenne ich schon. Alles Weitere ist dann auch für mich Neuland. Wir beginnen jetzt einfach eine neue Geschichte. Da werden wir direkt schon von H.P. Lovecraft begrüßt und wir können den Schwierigkeitsgrad wählen. Hier bei schwer hält er das Necronomicon in der Hand, das Design übrigens aus Tanz der Teufel, wie unschwer zu erkennen ist. Ich werde aber tatsächlich den einfachen Schwierigkeitsgrad wählen, denn gerade die Lovecraftschen Titel sind sehr, sehr schwer und man wird häufig sterben. Und da ich mich hier auf die Geschichte konzentrieren möchte und das Let's Play nicht unnötig in die Länge ziehen möchte durch Wiederholungsversuche immer und immer wieder, werde ich mich tatsächlich für den einfachen Schwierigkeitsgrad entscheiden. Earth is adrift in a mysterious and limitless cosmos to which mankind is as ignorant as it is insignificant. Those who have left the humanity far behind whisper of the great old ones, gods, titans, and monsters that comprise and control the very fabric of our malignant reality. In their wake, there is only insanity and death. This is why the stories of the rare few to stand against them go untold. So, bei dem Titel noch eine kleine Info. In meinem ersten Let's Play zu einem Spiel gebe ich immer noch mal Infos zum Gameplay und zur Spielmechanik. Das lässt aber dann im zweiten Video nach. Das soll halt für Einsteiger, die auch Interesse an dem Spiel haben, so ein bisschen als Einstiegshilfe dienen. Deswegen noch einige Erklärungen. In diesem Titel können wir natürlich auch mehrere Personen spielen. Wir haben mehrere Charaktere zur Auswahl, aber nicht von Anfang an. Wir können erstmal nur mit dem Detektiv John Murphy starten. Die anderen Spielcharaktere, die werden dann im Verlauf der Story freigeschaltet. Ihr werdet sehen, wie das funktioniert. So, jetzt legen wir aber erstmal los mit Detektiv John Murphy. Murphy ist ein mit allen Wasser gewaschener Cop, der sich im Police Department von New Orleans seine Spuren unter dem berühmten Inspektor Leguas verdient hat. Er ist hartgesotten und geradlinig in Wort und Tat und hat ein Auge für Fakten, die andere oft übersehen. Das hat ihn mehr als einmal an sein Ziel gebracht. Nur dank Leguas war John Murphy imstande, als Ermittler so weit zu kommen. Der Alte hat ihm alles beigebracht, was er wusste. Doch Leguas war für Murphy noch viel mehr als ein Lehrer. Er war für ihn eine Vaterfigur, nach der er sich so gesehnt hat. Als ein bleicher und verschlossener Leguas nach seiner Rückkehr aus St. Louis, wo er an einem Kongress der amerikanischen Archäologischen Gesellschaft teilgenommen hat, plötzlich seine Kündigung einreichte, war John zutiefst erschüttert und kündigte kurz darauf ebenfalls.
Nicht gewillt, mit anderen zusammenzuarbeiten, gründete Murphy seine eigene Detektivagentur. Auf seinem Schreibtisch hat John Murphy eine fein gearbeitete Gorgonenstatue. Das Abschiedsgeschenk von Le Guas. Prolog, Le Guases Telegramm. Sie kündigen ohne Vorwarnung. Schon seit Monaten gab es keinerlei Kontakte, doch nun erhalten Sie dieses Telegramm. Murphy, stopp. Chateau Hill, Massachusetts, stopp. Bring Waffe, stopp. Dringend Hilfe benötigt, stopp. Bayou-Kult, stopp. Halten Sie durch, Le Guas. Ich helfe Ihnen. So, hier kriegen wir nochmal die Steuerung gezeigt. Ich spiele mit Controller, wie unschwer zu erkennen ist. Und mit dem linken Stick bewegen wir unsere Spielfigur, während wir mit dem rechten Stick in die entsprechende Richtung schießen. Mit A interagieren wir mit Objekten. Mit LB können wir zuschlagen, eine Nahkampfattacke machen, Gegenstände zertrümmern, Gegner verletzen. Mit LT und dem rechten Stick können wir Wurfwaffen wie Dynamit und Molotow-Cocktails und Granaten verwenden, sofern wir diese besitzen. Mit RT können wir über Hindernisse springen. Mit Y haben wir Zugriff auf das Inventar. Mit RB haben wir Zugriff auf die Umgebungskarte und so weiter. Aber das werden wir jetzt hier im Spiel nochmal genauer betrachten. Im Prolog ist die Karte noch recht klein. Es werden immer nur die Räume angezeigt. Hier haben wir nur einen Raum. Und die Informationen, die wir hier sehen, die Ausrufezeichen, das sind interessante Orte, die uns entweder Infos oder Geld oder andere Sachen bringen. Infos und Geld, das sind die beiden Währungen, die wir hier im Spiel haben, von denen wir uns dann später bei Händlern auch noch Sachen kaufen können. Außerdem werden uns hier noch Schätze oder eher gesagt Behälter angezeigt, die nützliche Gegenstände enthalten können. So, jetzt wollen wir erstmal loslegen und uns dieses mysteriöse Anwesen mal genauer betrachten. Ein Gargoyle sitzt schon an der Türschwelle. So, hier links hätten wir schon mal den ersten Behälter. Die meisten Behälter sind jedoch verschlossen. Und hier haben wir ein Eisenschloss. Das heißt, wir können diese Truhe nur mit einem Eisenschlüssel öffnen, den wir erst finden müssen. Hier noch eine kleine Info. Der Prolog, der ist immer gleich aufgebaut. Vom Leveldesign her. Was wir allerdings finden, das ist unterschiedlich. Allerdings, ab Kapitel 1 werden auch die Level zufallsgeneriert mit jedem Start. Es befinden sich zweimal dieselben Minigeschichten dort, aber die Räume werden immer anders angeordnet und sind auch vom Aufbau immer unterschiedlich. Es kann also sein, dass wir eventuell eine Truhe finden, zu der wir in dem Level gar keinen Schlüssel finden werden. Schauen wir einfach mal. Wir hauen erstmal ein paar Gegenstände kaputt und hoffen, dass wir auch noch ein paar nützliche Items erhalten. Haben wir schon mal Erste Hilfe und Bandagen. Das ist schon mal gut. Allerdings nehme ich die jetzt erstmal hier aus der Quickleiste raus. Wir können leider nicht direkt sagen, dass wir jetzt zum Beispiel die Bandagen hier hinten hinlegen. Er legt das immer automatisch von links nach rechts. Und an erster Stelle hätte ich gerne was Effizienteres als die Erste Hilfe, die nur kleine Wunden heilt. So, hier haben wir schon einen ersten Point of Interest, wo wir irgendwelche Informationen, Gold oder ähnliches bekommen und finden das zerfledderte Notizbuch des Ermittlers. Das ist das alte Detective-Notizbuch von Le Guas. Er hat es wohl behalten, als er in den Ruhestand ging. Einige Seiten fehlen. Ja, und das bringt uns schon mal 100 Info. Hier haben wir auch nochmal Behälter, die nicht verschlossen sind. Für Sprengstoffe, wunderbar. Schauen wir mal, was wir hier noch in den Kisten haben. Nix. Auch bei diesen Kisten müsst ihr aufpassen, wenn ein Totenkopf oder ein X drauf ist, die sollte man nicht mit der Hand zerschlagen, denn diese sind explosiv. So. Schauen wir mal, was wir hier noch finden. Oftmals sind die Kisten auch leider leer. Dennoch
sollte man immer schauen, dass man sie zerstört. Es könnten Sachen drin sein. Aber aufpassen, da komme ich später zu. Wir zerstören jetzt erstmal. Finden aber leider nichts. So, ich erkläre noch mal ganz kurz das Inventar und unsere Anzeigen, die hat, das wir hier haben. Oben links der rechte Balken, das ist unsere Lebensenergie. Wenn wir verletzt werden, fällt diese natürlich ab und ist diese leer, sterben wir und das Spiel ist beendet. Oben rechts haben wir die Ausdauerleiste, die wir brauchen fürs Springen oder fürs Schlagen. Und ist die Ausdauer erschöpft, dann können wir weder ausweichen noch schlagen. Das heißt, das sollte man gerade im Kampf immer im Auge behalten. So, wir kamen quasi nackt hier ins Spiel. Unser Inventar ist leer, jetzt mit Ausnahme der Dinge, die wir jetzt gerade schon gefunden haben. Dennoch, auch wenn hier die Waffenslots leer sind, sind wir mit einer standardmäßigen Jagdflinte ausgerüstet, die 2 Schuss hat. Auf die Munition müsst ihr in diesem Spiel nicht achten, davon habt ihr unendlich. Allerdings müsst ihr bei dieser Waffe nach 2 Schuss nachladen. Das dauert ein Weilchen, das heißt im Gefecht gegen mehrere Kreaturen, Gegner, Monster etc. solltet ihr die Munition dann doch im Auge behalten. Wobei er beim Schießen automatisch nachlädt, wenn ihr weiter auf die Schusstaste drückt. Gut, was haben wir hier? Zigarettenkippen. Viele Kippen. Das ist Leguas Lieblingsmarke. Das gibt uns doch nochmal Informationen. Hier oben ist auch noch irgendwas. Zahlreiche Spuren. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Das sieht nicht gut aus. Und nochmal Informationen. Und hier hat einer eine Barrikade aufgebaut. Die hätten wir auch sprengen können, aber das Dynamit möchte ich mir gerne aufheben. Ach, leider nichts drin. Was haben wir denn hier? Die Leiche eines Kultanhängers. Der Leichnam eines Mitglieds einer der Geheimgesellschaften oder Sekten, mit denen ich zusammengestoßen bin. Und hier haben wir nun mehrere Auswahlmöglichkeiten. Wir können ihn durchsuchen, nichts unternehmen oder, da wir den Detektiv spielen, ihr seht das hier, steht extra Detektiv davor, haben wir nochmal die weitere Möglichkeit, was der Detektiv hier als sinnvoll erachtet, dass wir die Leiche des Kultanhängers mal entkleiden. Dann machen wir das auch. Die Zunge ist in der Mitte gespalten, einige Zähne wurden entfernt, die Fingerabdrücke und die Abdrücke auf den Zähnen wurden ausgebrannt, der Nabel wurde vernäht, die Brustwarzen wurden entfernt, es wurde eine nachlässig ausgeführte Kastration vorgenommen. Ich meine Güte, wenigstens werde ich sie künftig schnell erkennen können. Naja, wenn du sie dann auch direkt entkleidest... Okay, er hatte gerade einen Eisenschlüssel dabei. Ich weiß nicht, ob es euch gerade aufgefallen ist beim Aufheben. Das heißt, wir können nun die Schatztruhe öffnen, die wir zu Beginn gefunden haben. Dann schauen wir mal, was sich darin befindet. Schlüssel einsetzen. Oh ja. Wir haben jetzt eine Arzttasche gefunden, die heilt jede Wunde. Hat also einen starken Heilungseffekt und hebt Blutungseffekte auf. Ja, es gibt gewisse Effekte, unter denen wir hier leiden können und Blutung bedeutet, solange die Blutung aktiv ist, verlieren wir dauerhaft Lebensenergie. Daher ist diese Kombination Heilung plus Blutungseffekt aufheben schon sehr, sehr stark. Dann haben wir hier Erste Hilfe, die kleine Wunden heilt. Das legen wir mal auf 2. Und dann die Bandagen, die lediglich die Blutungen aufhalten, auf 3. So, den Molotow-Cocktail, den können wir nicht auf 4 legen. Das ist eine Wurfwaffe, die auch dann dementsprechend in diesen Slot hier gelegt werden muss. So, wir haben hier jetzt auch noch ein Ankh gefunden, ein Accessoire. 2 Accessoires können wir tragen, dann noch was für Kopf, Körper und Beine. Und hier steht nun, die Ägypter glaubten, dass dieses Zeichen vor dem Bösen schützt. Das gibt uns jetzt vom Text her doch recht wenig Informationen, wofür das Ankh gut ist. Daher hier nochmal die kurze Erläuterung. Das Ankh wird verwendet oder verbraucht, wenn wir sterben sollten aufgrund von mangelnder Lebensenergie, wenn diese auf 0 fällt oder auch unsere geistige Gesundheit zu sehr schwindet.
Darüber haben wir aktuell noch keine Anzeige, kriegen wir aber auch visuell gezeigt, wenn wir langsam uns dem Wahnsinn nähern. Leute, die die Lovecraft-Geschichten kennen, wissen, dass gerade die geistige Gesundheit immer eine sehr große Rolle spielt. Also sobald wir sterben, wird dieses Ankh verbraucht und werden an einem sicheren Ort wiederbelebt und müssen das Level nicht nochmal von vorne beginnen. Gut, jetzt haben wir hier soweit alles entdeckt. Wir haben hier noch das Menü. Das ist da beim Prolog recht uninteressant. Das schauen wir uns aber gleich nochmal im ersten Kapitel genauer an, nachdem wir dieses Anwesen hier betreten haben. Kapitel 1. Altes Anwesen. Und hier sind sie nun endlich im Inneren. Sie werden eingehüllt von Zwielicht und dem Geruch alter Möbel. Die Mauern dieses alten Anwesens sind dick und für Geräusche von außen undurchdringlich. Sie hüten ihre Geheimnisse zuverlässig und sie hören nur ihren eigenen Herzschlag und gedämpftes Rascheln irgendwo in der Ferne. So, jetzt schauen wir hier nochmal ins Menü, denn hier haben wir nun einige Infos. Einmal, wie viel wir von der Karte erkundet haben, gerade mal 2%. Das heißt, wir haben bei einem Raum 2%, also 50 Räume in diesem Kapitel, die wir entdecken oder erkunden können. Davon sind allerdings auch 5 Geheimräume, die wir auch entdecken müssen. Hier haben wir als Detektiv den Vorteil, dass wir Geheimräume sehen können. Aber auch da muss man sehr aufmerksam spielen. Andere Charaktere sehen diese Geheimräume nicht. Da komme ich aber nochmal drauf zurück. Ja, und dann sehen wir die Menge der Minigeschichten, die wir beendet haben. Minigeschichten geben uns immer Informationen, Geld oder andere Extras, können aber, je nachdem wie wir uns entscheiden, auch negative Auswirkungen haben. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir in den Kisten schon irgendwas finden. Hier müssen wir wieder aufpassen. Da ist eine explosive Kiste. So, und nicht blindlings alle Gegenstände zerschlagen, denn es gibt noch eine Besonderheit. Wie zum Beispiel dieser aufgetürmte Knochenhaufen. Wenn ihr euch einem Gegenstand nähert und dieser dann auch noch umrandet wird, dann könnt ihr mit diesem interagieren und durchsuchen. So, hier finden wir zum Beispiel Info, etwas Geld, einen Bronzeschlüssel, Hundemarken der US Army, Bandagen, Erste Hilfe und eine Wirbelsäule. Hätten wir das jetzt direkt zerschlagen, wären diese Gegenstände alle verloren gegangen. Also immer schauen, ob man das nicht öffnen kann, ob man mit dem Gegenstand nicht interagieren kann. So, die Wirbelsäule kann man auch als Wurfwaffe einsetzen. Das sieht man an dem Symbol oben links. Allerdings klappt das nicht beim Detective. Das ist, glaube ich, nur bei der Hexe möglich, dass sie mit Knochen irgendwie daraus eine Fernkampfwaffe machen kann, eine Wurfwaffe. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, denn die Hexe hat sich ja noch nicht freigeschaltet. Das heißt, die Knochen schmeiße ich erstmal aus dem Inventar, die nehmen nur Platz weg. Und wir haben hier eine Hundemarke der US Army gefunden. Es gibt also noch andere Items, die wir nutzen können, wie hier diese Hundemarken. Auf die Marken ist der Name Daniel Morris eingraviert. Wenn man sie berührt, fühlt man sich unverwundbar. Sprich, benutzen wir diese Marke, dann sind wir für einen kurzen Augenblick unverwundbar. Lasse ich aber jetzt erstmal aus der Schnellauswahl draußen. Hier haben wir noch einen Knochenhaufen. Geldinfo, Verbandskasten. Gegengift. Und da liegt noch ein Schädel, den werde ich auch liegen lassen. So, ich glaube, ich nehme jetzt hier erstmal die leichten Wunden raus und mache da die Versorgung schwerer Wunden rein. Und an letzter Stelle noch das Gegengift, das wir uns, ja, giften wären können. Denn auch Gift verursacht dauerhaften Schaden. So, und jetzt würde ich sagen, ich gehe mal im Uhrzeigersinn vor und fange hier unten links an. Da haben wir schon den ersten Gegner. Zack, direkt erschossen, bevor er zuschlagen konnte. Finden noch einen Bronzeschlüssel und ein Buch in einer unbekannten Sprache. Und hier ganz wichtig, Schokolade.
Schokolade ist ganz wichtig, denn die Schokolade, wie stets auch Nervennahrung, die heilt geistige Gesundheit. So, die Bücher, die wir hier finden, die bringen aktuell nicht viel, können wir aber beim Händler für Informationen verkaufen. Man kann sie zwar auch für Geld eintauschen, aber Bücher sind effizienter, wenn man sie für Informationen verkauft, so wie Schätze, die wir eventuell finden. Die bringen mehr Geld als Informationen. Also immer schauen, welchem Händler hier ja, die Gegenstände anbietet. So, dann werde ich jetzt mal hier unten schauen. Okay, hier haben wir schon etwas, wo wir interagieren können. Eine sogenannte Mini-Geschichte. Schauen wir uns diese doch mal an. Modell auf dem Tisch. Auf dem Tisch steht, wie schön, das perfekte Modell des Anwesens und dieses Zimmers, mit einer winzigen Menschengestalt darin. Oh, das bin ja ich. So, nun haben wir mehrere Auswahlmöglichkeiten, die auch je nachdem ja andere Ergebnisse liefern. Und man sollte immer überlegen, was man hier macht. Das ist schrecklich. Wie konnte derjenige, der das gemacht hat, wissen, dass ich hier sein würde? Ich glaube, das würde uns geistige Gesundheit kosten, wenn ich das sage. Genauso wie die Sache, die der Detektiv empfiehlt, dass wir etwas mit der Hand bewegen sollen. Das könnte dazu führen, dass sich hier dann auch Sachen im Raum bewegen, was wieder auf die geistige Gesundheit Auswirkungen haben könnte. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, das ist entzückend, seltsam, doch zugleich auch erstaunlich und wunderschön. Und wenn wir nichts unternehmen, dann lassen wir das Modell einfach stehen, können damit dann später interagieren, haben aber damit die Mini-Geschichte nicht abgeschlossen. Deswegen entscheide ich mich hierfür und das Ganze bringt uns 1000 Info. Das war doch schon mal eine gute Entscheidung. So. Hier haben wir wieder etwas, womit wir interagieren können. Eine weitere Mini-Geschichte. Oh, ein Kolibri in einem Käfig. Ich bleibe eine Weile hier und sehe ihn mir an. Oder dafür habe ich keine Zeit. Auch wir schauen ihn uns an. So klein, doch so wunderschön. Sie gewinnen an geistiger Gesundheit. Ja, das ist gerade ein bisschen verschenkt gewesen, da wir ja bei unserer geistigen Gesundheit sowieso gerade voll dabei waren. So, hier haben wir jetzt schon wieder einen Gegenstand, den wir öffnen können, bevor man ihn blind zerschlägt. Wir haben nochmal Schokolade gefunden. Recht viel. Ein seltsames Bild hängt an der Wand. Es sieht aus wie ein Blatt Papier, über dem Tinte ausgelaufen ist. Das sieht aus wie das letzte Ding, das ich gesehen hatte, wie ich mich fühle, wie irgendein Objekt, wie Tintenspritzer. Ich sag mal, wie irgendein Objekt. Das sieht ganz normal aus. Wie schön, hier etwas Normales zu sehen. Ja, wieder geistige Gesundheit gewonnen, wieder verschenkt. Das ist doch blöd. Okay. Jetzt haben wir hier die ganzen Mini-Geschichten Raum auf Raum. Das heißt auch, dass wir dann später sehr viele Kämpfe Raum auf Raum haben werden. Rüstung. Mittelalterliche europäische Rüstung. Auf der Rüstung sind die Worte, ja, was Französisches eingraviert. Mal gucken, ob ich das mit meinen Lateinkenntnissen und Englisch und Kenntnissen vielleicht irgendwie übersetzen kann. Ansonsten mache ich das per Google Übersetzer und schreibe die Übersetzung hier drunter. L'armure, das müsste eigentlich die Rüstung sein. Sacré könnte heilig sein. Die heilige Rüstung des Bruders Ambos, der... Ja, und da hört's auf, der, was weiß ich was, von Avignon befreit. Naja, ich werde es übersetzen und drunter schreiben dann als Einblendung hier. Hat uns auf jeden Fall 100 Informationen gebracht.
Also sollen wir weiter nach links oder eher nach rechts, um hier die Verbindung zu diesem Raum hier vielleicht finden? Ich glaube, ich gehe erstmal nach rechts. Wirklich eine Mini-Geschichte nach der anderen haben wir hier. Noch keinen Geheimraum entdeckt. Wildpflanze. Hier ist eine Pflanze, die wie eine Venusfliegenfalle mit übergroßen Kiefern aussieht. Ich reize die Pflanze mit einem Finger. Ja. Oder ich lasse sie stehen, aber ich habe ja vor, wirklich jede Mini-Story hier abzuhandeln. Auch wenn das hier keinen guten Ausgang haben wird, werde ich die Pflanze mit meinem Finger reizen. Autsch, autsch, die ist bissig. Offenbar hat das Mist den Gefallen an meinem Blut gefunden. Ja, sehr gut. Wir leiden an Blutungen und wir verlieren allmählich den Verstand. Ah, die Blutung dauerte nicht lange. Okay. Muss ich zumindest keine Bandagen verballern. Gehen wir hier mal weiter. Oh, und hier haben wir etwas ganz Gefährliches. Ihr seht diese Löcher auf dem Boden. Das sind Fallen. Wenn man da einfach drüber rennt, dann erhalten wir Blutungsschaden. Man kann aber drüber rollen. Und Blutung verursacht ja, dass wir Lebensenergie verlieren. Ja, wir haben da unten eine goldene Truhe stehen, aber ich glaube, wir haben keine goldenen Schlüssel. Das heißt, es wäre auch Unsinn, jetzt versuchen, sich hier durch die Fallen zu arbeiten, wenn wir die Truhe eh nicht öffnen können. Dann versuche ich hier jetzt, sehr gut, erstmal wieder rauszukommen. Wir müssen uns mal merken, dass hier eine goldene Truhe steht. Schrank mit Puppen. Eine kleine handgenähte Stoffpuppe. Ihre Kleidung sieht aus wie die meine. Daneben liegt ein Satz wunderschöner, mit Gravuren verzierter Stecknadeln, die eindeutig handgemacht sind. Aus den Löchern in den Nähten quillt die Füllung. Ich sollte die Füllung wieder in die Puppen stopfen und sie in den Schrank zurücklegen. Ich sollte die Stecknadel benutzen, um die Nähte zu verbinden, die auseinandergegangen sind. Ich sollte alles einfach liegen lassen. Ja, wir stopfen mal wieder die Füllung in die Puppe, würde ich sagen. Und heilen uns damit selbst. Sehr schön. Dann gehe ich mal hier links weiter. Ah, jetzt haben wir auch die Verbindung nach hier unten. Das ist gut. Seltsame Statue. An dieser Statue ist etwas Besorgniserregendes. Okay, herausfinden, was es ist? Nein, wir untersuchen sie mal genauer. Auf der Statue ist der Name des Bildhauers eingeschnitten. Daniel Morris. Wo habe ich diesen Namen schon einmal gehört? Auf den Hundemarken der US Army stand der Name. Hab ich vorhin noch vorgelesen. So, herausgerissene Seiten eines Notizbuchs. Die Seiten sind mit schwerleserlichen Notizen beschrieben. Dies ist Leguas' Handschrift. Ich kann Folgendes entziffern: Chateau Hill war das Bindeglied für den Anführer des Bayou-Kults Castro. Das dürfte doch Informationen wert gewesen sein. Und wir haben eine Truhe, die nicht verschlossen ist und mit einem Ausrufekennzeichen markiert wurde. Das heißt, hierin befindet sich ein Questgegenstand. Das heißt, der silberne Anker, der wird noch von Belang sein. Ein silberner Anker, doch das obere Ende scheint unvollständig, als ob ein Teil fehlt. Außerdem haben wir noch einen blutigen Schlüssel gefunden. Damit können wir schon mal ein blutiges Schloss öffnen, sofern wir denn eines finden. Oh, Gegner. Muss man auch aufpassen. Ah, da hat er uns getroffen. Unbetäubt. Jetzt sind wir etwas langsamer und ich sehe hier auch schon den ersten Geheimgang. Wie schon gesagt, das ist die Besonderheit des Detektivs, dass er Geheimgänge sehen kann. Andere Charaktere können das nicht.
Man könnte jetzt natürlich anhand der Karte erahnen, da hier der freie Teil ist, dass sich hier ein Geheimgang befindet. Der Detektiv sieht aber, dass hier ein Geheimgang ist, anhand dieser Blutspur. Blutspuren markieren für den Detektiv einen Geheimgang, aber auch diese lassen sich schnell übersehen. Man muss schon mit Argusaugen spielen. Einfach hier mit der Wand interagieren und wir entdecken einen Geheimgang. Und haben hier erstmal eine Truhe mit ordentlich Infos. Und wir haben einen Altar. Altäre der großen Alten. Das hier wird Nyala Totep sein, würde ich jetzt mal am Ankh behaupten. Bringt uns einmal einen Fluch, aber gibt uns auch ein sehr nützliches Relikt. Schauen wir mal. Nyala Toteps Schaden. Erhöhte Empfindlichkeit gegenüber. Keine Ahnung. Und wir kriegen das Zepter des Boten. Schauen wir mal. Wir haben jetzt hier oben die Flüche. Nyala Toteps Schaden. Erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Elektrizität. Solange wir diesen Fluch haben, kriegen wir also mehr Schaden durch Elektrizität. Und wir erhalten das Zepter des Boten, ein Accessoire. Ein goldener Heroldstab steigert die Ausdauer. Dieses mythische Artefakt hat darüber hinaus verborgene Eigenschaften. Das heißt, ja, erhöht die Ausdauer und wir bewegen uns auf jeden Fall schneller. Das scheint wohl die verborgene Eigenschaft zu sein. Lass ich jetzt erstmal ausgerüstet, solange wir noch nichts anderes haben. Und erforsche mal hier oben weiter. Nackte Frauenpuppe. Kleine Puppe in der Gestalt einer nackten Frau mit schwarzem Haar, deren Gesicht wie das einer Geisha geschminkt ist. In der Hand hält die Puppe einen Fächer, der das ganze Gesicht bis auf die Augen verdeckt. Dann entfernen wir den Fächer, um die Gesichtszüge zu bewundern. Als ich die Hand mit dem Fächer wegdrücke, wird die Puppe in meiner Hand größer und schwillt an. Sie wird weich und fleischig, quillt auf wie ein Geschwür, das nach Schweiß und Blut stinkt. Ich werfe sie auf den Boden und zertrete sie. Und wir verlieren geistige Gesundheit. Und nun seht ihr es auch oben links am Spielerporträt, dass sich diese lila Schlieren dort gebildet haben. Je stärker die Schlieren sind, desto näher sind wir dem Wahnsinn. Und wenn wir auf einem kritischen Level des Wahnsinns sind, erhalten wir darüber auch nochmal audiovisuelle Benachrichtigungen. Das werdet ihr noch früh genug sehen. Auch hier im Inventar über der Silhouette seht ihr, wie stark das schon Auswirkungen hat. Also je stärker diese Schlieren hier an den Rand kommen, desto näher sind wir dem Wahnsinn. Ich könnte jetzt Schokolade essen, um dem entgegenzuwirken. Ich heb mir die aber auf, denn Schokolade findet man eher selten und ist auch teuer im Kauf. Sofern ein Händler die überhaupt anbietet. Wir müssen hier erstmal überhaupt einen Händler finden. Einen Silberschlüssel haben wir. Wir brauchen aber einen... Es war ein Goldschlüssel, glaube ich, oder? Den wir brauchten. Oder war es ein Silberschlüssel? Gucken wir erstmal, was wir jetzt hier haben. Eine Voodoo-Götze. Dieser Götze hat den Kopf eines Tintenfisches. Sehr seltsam. Nochmal Hundemarken. Knochen lasse ich liegen. Die bringen auch nichts im Verkauf. So, noch eine kleine Info, weil ich jetzt nochmal zur Schatztruhe gehen möchte, da ich jetzt nicht mehr weiß. Ne, die war Gold. Doch, die war Gold. Ich erinnere mich gerade. Dann erforsche ich hier mal weiter. Vielleicht finden wir ja noch einen goldenen Schlüssel. Boah, wie schnell wir jetzt sind. Durchnässte Seite, vom Blut durchtränkte Zeitungsseite, die wir uns genauer anschauen werden. Diese Seite aus einer Zeitung ist vom Blut durchtränkt. Der Text ist schwer zu entziffern. Verlautbarung. Dies ist eine Verlautbarung des Bürgermeisters von New York. Sämtliche Gesetze, die die Selbsttötung verbieten und Strafen für versuchte Selbsttötung vorsehen, wurden aufgehoben. Die Regierung hat es für angemessen befunden, das Recht der Menschen anzuerkennen, ihrer Existenz ein Ende zu setzen, sollte diese Existenz ihnen aufgrund körperlicher Leiden oder seelischer Verzweiflung unerträglich geworden sein.
Infos. Ich dachte, das schlägt auch auf unsere geistige Gesundheit aus, aber macht ja Sinn. Ja, ich guck nochmal, aber ich meine, das war eine goldene Truhe. War es auch. Okay. Dann erforschen wir mal diesen Raum. Mit Gegnern. Da war einer mit Maschinengewehr. Gut, dass wir den direkt erwischt haben. Ah, da ist noch einer. Ah! Nennen die Treffer mit dem Maschinengewehr, die verursachen Blutungen und die Blutung hält auch an. So, und ihr habt gerade gesehen, solange Gegner in einem Raum sind, sind die Türen versperrt. Man muss also alle Gegner besiegen, bevor man den Raum wieder verlassen kann. Und das kann, je nach Gegnern, die man hier hat, doch sehr gefährlich werden. Und hier haben wir nochmal einen Geheimgang. Gegen die Blutung mache ich gerade nichts, da wir doch recht gute Gesundheit haben. Und dann hebe ich mir ein bisschen noch die Bandagen auf. Jetzt werde ich mir hier aber erstmal den Geheimgang anschauen. Wir haben schon wieder einen Altar. Und eine kleine Schatztruhe. Ein Bronzeschloss, okay. Mit einer einzelnen Dynamitstange. Was für eine Verarsche. Okay, dann holen wir uns mal ein weiteres Artefakt und einen weiteren Fluch. Diesmal von Asathos, wenn ich das richtig sehe. Erhöhte Empfindlichkeit gegenüber jeder. Was? So, schauen wir mal. Was bringt dieser Fluch jetzt? Gegenüber jeder Art Schaden. Das heißt, wir kriegen jetzt mehr Schaden, solange wir an diesem Fluch leiden. Dafür haben wir jetzt allerdings eine Rüstung bekommen. Gabe des Asathos. Eine Art Schatten auf der Nebel, dessen Form sich nicht in Worte fassen lässt. Was ist das für ein Deutsch? Vergrößert den Schaden von Waffen. Dieses mythische Artefakt verfügt darüber hinaus über verborgene Eigenschaften. Okay. Gut, jetzt haben wir allerdings schon zwei Flüche und der Fluch von Asathos, dass wir mehr Schaden bekommen, der ist schon übel. Wir haben allerdings schon eine Muschelschale des Nordens vorhin gefunden. Damit können wir uns von allen Flüchen befreien. Aber ich warte damit noch, nicht, dass wir noch mehr Flüche auf uns nehmen müssen. Für weitere Artefakte. Drei Geheimgänge haben wir hier ja noch. Gut, dann gehe ich mal. Schau nochmal hier unten, ob hier noch was ist. Nein, dann gehe ich mal wieder hoch. Oh, haben wir einen Eisenschlüssel? Nein, einen Silberschlüssel. Kommen wir schon wieder nicht dran. Okay. Oh, Eisenschlüssel. Wie praktisch. Dann muss ich mich doch jetzt mal rüberwagen. Finden Ang, Verbandskasten. Meine Güte. Also es ist ja immer zufällig, was man findet. Und das ist in diesem aktuellen Durchlauf gar nicht mal so schlecht, was ich hier finde. So. Wir haben hier einen weiteren Questgegenstand, wenn ich das richtig sehe. Einen silbernen Oktopuskopf. Und finden zerknüllte Seiten. Die Seiten sind mit Leguases kaum leserlicher Handschrift beschrieben. Ich kann Folgendes entziffern. Chateau Hill, erbaut an einem Steinkreis von Ausgestoßenen von Lafitte. Und wir kriegen nochmal Informationen und finden einen weiteren Voodoo-Götzen. Dieser Götze hat den Kopf eines Tintenfisches. Sehr seltsam. Was nochmal Informationen wert ist. Oh, Bandagen. Und nochmal Gegengift. Ich habe heute echt Glück mit den Items, die wir hier finden. Vor allen Dingen sehr viele Schlüssel. Manchmal habe ich auch das Problem hier, dass ich... Aha! Jetzt habe ich den Schrank zerschlagen. Der Inhalt ist weg. Schade. Ich wollte gerade sagen, manchmal habe ich auch das Problem hier im Spiel, dass ich gar keine Schlüssel finde und so viele Truhen habe. So, ein schwarzer Spiegel. Ein kleiner Spiegel hängt an der Wand. Wenn ich hineinsehe, erkenne ich einfach mich selbst. Eine Veränderung in mir. Ich sehe schrecklich aus. Naja, ich sehe gut aus, wenn man bedenkt, was ich erleben musste. Und kriege dadurch Heilung. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir hier ja alles
Die Verbindungen schon dicht gemacht? Ah, rechts können wir weiter. Okay. Na. Da haben wir den Goldschlüssel. Wir können also auch die Goldtruhe öffnen. So, und jetzt zeige ich noch eine Besonderheit des Spiels. Wenn wir auf die Karte gehen, können wir zu jedem Raum, den wir bereits erkundet haben, einfach teleportieren, eine Schnellreise machen. Da muss man nicht ewig lang latschen. Jetzt zum Beispiel in diesem Fall, um mit dem Schlüssel die Truhe zu öffnen, kann ich einfach den Raum anwählen und man teleportiert dorthin. Das kostet auch keinerlei Ressourcen und kann man beliebig oft machen. Oh, jetzt ist nur die Frage, komme ich an die... Ah, genau das habe ich vermutet. So, ich sollte jetzt mal Bandagen verwenden, denn die Blutung dieser Fallen, die ist enorm. So, Goldschlüssel, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Info, Geld, Dynamit, Arzttasche, nochmal Bandagen, die wir gerade verwendet haben und nochmal verwenden werden. So. Eieiei, wir sind ganz schön angeschlagen. Ich nehme mal Erste Hilfe zweimal, bis kleine Wunden heilt. Und unser Inventar ist voll, also langsam sollten wir mal einen Händler finden. Oh, gerade die Blutung gestoppt, da kommen sie hier schon mit den Maschinengewehren und treffen uns. Nicht sehr gut. Hab ich ja Glück gehabt. Im Gefecht auch aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen Gegenstände zerballert, die Gegenstände beinhalten könnten. Jetzt finden wir hier einen Schatz und können ihn nicht aufheben. Okay, das sind Questgegenstände, die wir sowieso irgendwann mal brauchen. Die lege ich mal kurz heraus und nehme die Krone mit. Und hoffe, dass wir langsam mal auf einen Händler stoßen. Anstatt auf kampffreudige Kultisten. Keine Geheimgänge. Kann auch sein, dass ich schon einen Geheimgang übersehen habe. Ihr habt ja selber gesehen, wie schwer diese zu erkennen sind. Denn im ersten Kapitel verstecken sich die Händler in den Geheimräumen. So viel kann ich schon mal verraten. Nochmal Schokolade. Oh, hier haben wir doch einen Geheimraum. Hoffen wir mal, dass wir hier einen Händler finden. Und wir finden einen Händler. Der gute alte, naja, guter alter ist vielleicht übertrieben. Wir haben hier den König in Gelb, Hastur. Eigentlich dürfte das kein positiver Charakter in diesem Spiel sein, der uns jetzt seine Waren anbietet. Wahrscheinlich aus Carcosa. So. Das ist ein Händler, der uns Geld gibt, keine Informationen. Der Informationshändler ist übrigens niemand Geringeres als H.P. Lovecraft selber. So, und wir können bei ihm zum Beispiel Silberschlüssel kaufen. Oder, oh, was haben wir hier? Eine Winchester, nur für den Detektiv. Schnell, leistungsstark, treffsicher. Kostet allerdings 15.000. Und für 100.000 könnten wir uns Al-Asif, das Necronomicon holen. Das wohl im späteren Verlauf sogar wichtig ist. Man muss die Bücher, glaube ich, holen, um die großen Alten im Endeffekt auch besiegen zu können. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt, so weit habe ich das Spiel nicht gespielt. Gut, wir verkaufen jetzt erstmal die Schätze, die wir haben. Die bringen ja in erster Linie Geld. Haben wir gar nicht so viele. Die Hundemarken bringen auch 5.000. Ich glaube, die werde ich mal verkaufen.
Molotow-Cocktails verwende ich auch so gut wie nie. Hier haben wir noch einen goldenen Käfer. Ich habe das ja vorhin noch erwähnt, dass wenn wir in einem Raum mit Gegnern sind, wir diesen nicht verlassen können. Der goldene Käfer ist quasi sowas wie eine Flucht, dass wir an einen sicheren Ort teleportieren können, wenn wir im Kampf sind. Brauche ich aber aktuell auch noch nicht. Das würde ich also auch eher verkaufen. So, die Bücher, die behalte ich, denn die Bücher, die kann man ja effizienter gegen Informationen tauschen. So, und ich glaube, ich leiste mir tatsächlich jetzt mal die Winchester und hole mir noch einen Silberschlüssel, auch wenn wir schon einen haben, einfach nur, um noch einen weiteren zu haben, denn Schlüssel wird man ja auch immer wieder brauchen und verwenden. So, jetzt haben wir eine Waffe, die mehr Schuss hat. Die hat zwar keine Streuung, aber wir haben 5 Schuss. Und wieso haben wir so eine schnelle Schussgeschwindigkeit? Das muss auch mit irgendeinem dieser Gegenstände zusammenhängen. Das probiere ich mal aus. Kommt das durch die Gabe des Arthratos? Ja. Seht ihr das? Okay, es vergrößert also nicht nur den Schaden, es erhöht auch unsere Schussfrequenz. Also ein sehr, sehr starker Gegenstand. Den sollten wir auf jeden Fall erstmal anbehalten. Denn dann wird der Schaden durch die erhöhte Schussfrequenz ja nochmal erhöht. Wenn ein Schuss 50% mehr Schaden macht, wir aber auch doppelt so schnell schießen, na, dann machen wir pro Sekunde ja weitaus mehr Schaden, das heißt nur erhöhter Schaden durch die Schüsse. Ihr versteht, was ich meine, oder? Ich hoffe es zumindest. So, eine weitere Mini-Geschichte. Kamin, rauschende Flammen. Für gewöhnlich finde ich das beruhigend, doch diese Flamme hat etwas Hungriges an sich. Wir untersuchen mal die Asche. Offenbar wurden in diesem Kamin irgendwelche Dokumente verbrannt. Vieles an den Papierfragmenten verstehe ich nicht, doch es gibt auch einige Orte und Namen, die mir bei meinen Ermittlungen weiterhelfen können. 1000 Info. Das klingt doch gut. Nochmal Bandagen. Buch mit dem Titel König in Gelb. Hier befindet sich ein dünnes Büchlein mit dem Titel König in Gelb. Ich würde es gerne liegen lassen, aber dann haben wir diese Mini-Story nicht abgehandelt. Leider müssen wir uns das durchlesen. Das ist ein Bühnenstück. Der zweite Akt wurde offenbar herausgerissen. Auf dem Einband hinten hat jemand nicht lesen, fürchtet die bleiche Maske geschrieben. Und wir verlieren weiter unsere geistige Gesundheit. Hier liegt schon wieder was. Wie viele Mini-Geschichten haben wir jetzt hier überhaupt schon abgehandelt? Moment, schauen wir mal. Ach, falsche Taste. 75% der Minigeschichten. 2 Geheimräume fehlen uns noch und 27% der Karte muss noch erkundet werden. Das Video wird wahrscheinlich länger als eine Stunde gehen, denn das Kapitel würde ich schon gerne hier abschließen. So, wir finden ein Fotoalbum. Wir schauen uns das mal an. Der Einband ist aus weichem Leder. Darauf ist Familie Pont aufgeprägt. Die erste Fotografie, die ich sehe, ist die inszenierte Aufnahme einer ausgesprochen sympathisch wirkenden Familie, bestehend aus einem jungen Mann in Marineuniform mit einer hübschen jungen Frau und 2 kleinen Kindern. Blättert man im Album, kann man der Geschichte dieser Familie folgen. Der jungen Mutter scheint es nicht gut zu gehen. Ihre Haut verändert sich im Laufe der Zeit, ebenso wie ihre Körperhaltung. Wir blättern mal weiter im Album. Oh Gott! Offenbar wirkt sich der Zustand der Ehefrau auch auf den Seemann aus. Er posiert jetzt in einiger Entfernung zu ihr und sein Blick... Die Kinder sind jetzt schon junge Erwachsene, doch auch sie haben sich verändert. Offenbar haben sie das Leiden ihrer Mutter geerbt. Oh nein, als ich die letzten Bilder erreiche, sehe ich, dass die Frau verschwunden ist. Möglicherweise ist sie ihrem Leiden erlegen. Und die Kinder...
Auf der letzten Fotografie sitzt der Mann zusammengesackt auf dem Stuhl. Die Knöpfe seiner Jacke sind schief zugeknöpft. Hinter ihm ist eine halbleere Flasche Rum zu sehen. Auf dem Foto ist nur eines der Kinder zu sehen. Der junge Mann hat bereits beide Ohren verloren. Egal, welches Leiden diese arme Familie befallen hat, ich hoffe, dass ich es nie persönlich zu sehen bekomme. Und wir verlieren weiter unsere geistige Gesundheit nach dem Anblick dieses Albums. Gut, ich werde jetzt mal hier links lang gehen und dann runter gehen und dann mich von unten nach oben arbeiten. Oh, hier ist ja nochmal der Händler. Moment, können wir nochmal was verkaufen? Nö. Ja, wollte ich eigentlich rein. Und haben noch eine Sackgasse erreicht. Mit einer Mini-Story aber noch. Statue einer Frau. Eine widersinnige Statue einer knienden Frau, die sich vor einem Schlag zu schützen sucht. Schauen wir uns näher an. Die Frau sieht erschrocken aus. Die Statue selbst ist ausgesprochen realistisch, als ob eine Fotografie auf wundersame Art dreidimensional geworden wäre. Die Proportionen sind perfekt. Ich könnte schwören, dass ich einen leichten Atemhauch auf der Haut verspüre, wenn ich mich ihr nähere. Zum Glück ging das nicht auf unsere geistige Gesundheit. Habe ich jetzt ehrlich gesagt mit gerechnet. Wir müssen auch noch Geheimgänge finden, Leute. Ich habe 100 Pro irgendwo schon einen übersehen. Goldene Tiara. Hier befindet sich eine wunderschöne goldene Tiara. Ich würde sagen, dass dies aus einem massiven Stück Gold gefertigt wurde, wenn es nur nicht so leicht und glänzend wäre. Der Kopfschmuck selbst ist vorne höher und scheint für einen seltsam großen und runden Kopf gefertigt worden zu sein. Die Tiara ist mit verblüffenden und rätselhaft schönen Mustern geschmückt. Einige davon schlicht geometrisch, andere wiederum maritim. Das hat ordentlich was eingebracht. Ein Geld und Informationen. Zerrissene Seiten eines Notizbuchs. Die Seiten sind mit Leguases Handschrift beschrieben. Ich kann nur dies entziffern. Die Baratarianer im Bayou akzeptieren Castro und seine Anhänger nicht. Sie nennen sie Chocho. Ist das eine Beleidigung? Schauen wir mal, was wir hier noch so rumliegen haben. Jetzt finden wir wenigstens auch mal Gegenstände, wenn wir Möbel zerschlagen. Immer noch kein Geheimgang. Hier haben wir eine Steintür zum Keller. In diese Tür aus schweren Steinplatten sind Öffnungen in der Form eines Ankers und eines merkwürdigen Tintenfisches eingeschnitten. Sind das vielleicht Schlüssel? Ja, die haben wir ja vorhin aus dem Inventar rausgelegt, die wir dann für diese Tür brauchen. Aber bevor ich die öffne, möchte ich mich hier doch noch umschauen. Oh Mann, die Waffe Winchester, die Winchester jetzt schon zu haben und dann noch mit dem Bonus durch die Gabe von Asatos, das ist ja gerade richtig geil. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja mit dem Detektiv schon mal durchgespielt. Aber so einen geilen Start, meine Güte. Mal schauen, ob wir hier dann auch im Rest der Story Glück haben werden. Mach kaputt. So. Ach, sonst mache ich das nachher auf dem Rückweg. Gehen wir hier nochmal rein. Dass wir... Nee, ich habe 100 pro Geheimgänge übersehen. So, was haben wir hier? Diese Götze hat den Kopf eines Tintenfisches. Sehr seltsam. Haben wir doch schon mal gesehen. Nur nicht in dieser Form. Sekret eines Wesens des Abgrunds. Was ist das? Ein Jadestück, das zu einer Muschel geformt wurde.
Sehr klebrig, fügt jedem Feind im Raum Säureschaden zu. Kann auch sehr effizient sein. Auch hier kein Eingang. Aber wir finden einen alten Heizkessel. Sieht nicht besonders sicher aus. Ich sollte ihn öffnen und nachsehen, was sich darin befindet. Ich öffne den Kessel und höre für einen Sekundenbruchteil so etwas wie einen Schrei. Vielleicht war das auch nur das Zischen von entweichendem Dampf. Oh nein, verkohlte Überreste menschlicher Knochen liegen dort. Die Hände des Toten sind wie zum Gebet gefaltet. Was ist da geschehen? Oha, gut. Wir hören den Herzschlag. Es ist alles hier ein bisschen verschwommen. Und ich glaube, der Detektiv hat auch schon mit sich selbst gesprochen gerade. Das heißt, dass wir kurz davor stehen, unseren Verstand zu verlieren. Und das ist nicht gut, denn wenn wir unseren Verstand verlieren, endet das in einem Suizid. Das heißt, ich werde jetzt tatsächlich mal mir ein wenig Schokolade gönnen. Zumindest so viel, dass der Herzschlag aufhört. Jawohl. Ich hoffe. Ah, da oben waren noch Kisten, die wollte ich ja noch zerdrücken. Seht mal, etwas Dynamit war da drin. Und hier haben wir noch einen Geheimgang. Sehr schön, dann fehlt nur noch einer. Wir nehmen heute jeden Flur mit. Beim letzten Durchlauf hatte ich hier einfach nur Räume mit Truhen. Und hier habe ich jetzt die ganzen Altäre. Hier von Cthulhu, wenn ich das gerade richtig sehe. Und sind nun empfindlicher gegenüber Säure und finden eine Tiki-Götze. Tiki-Götze eines Drachen mit dem Kopf eines Tintenfisches, geschnitzt aus Elfenbein. Vergrößert den Schaden und hat noch weitere verborgene Eigenschaften. Boah, Leute, was finde ich denn? So, die Ausdauer, naja. Ich vergrößere nochmal meinen Schaden. Jetzt sind wir aber nicht mehr. Leute, auch hier wird nochmal die Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Was ballern wir denn hier gerade raus? Das ist ja echt der Hammer. Jetzt habe ich einen Brustkorb aufgehoben, den braucht kein Mensch. So. Also eigentlich braucht man ihn schon zum Leben, aber wir brauchen ihn nicht im Inventar. Oh, die Blutung ist aktiv. Die Blutung. Sollen wir die stoppen? Ich glaube ja. Ich glaube, es ist gut, wenn ich mal eine Arzttasche verwende. Oh Mann, die Kämpfe sind ja jetzt echt der Hammer mit der Winchester und dieser Kombination. Und wir haben den letzten Geheimgang hier auch gefunden. Können wir nochmal gucken, was hier so in den Tischen rumliegt. Nochmal Schokolade, sehr gut. Dann dürfte sich hier im letzten Geheimgang auch der Informationshändler befinden. Und da ist er auch schon. H.P. Lovecraft. Den wir erstmal ausrauben. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, ich glaube, wir haben dann auch alle Räume hier entdeckt. Ja, bis auf den, wo wir die Schlüssel brauchen. Wo hatte ich die abgelegt? Muss ich gleich nochmal gucken. Ich weiß es nicht. War nicht die beste Idee, die mal einfach so abzulegen. Gut, schauen wir erstmal, was er uns hier verkaufen möchte. Ja, sieht nicht so rosig aus. Ein Ank könnten wir uns nochmal holen. Oder noch ein Eisenschlüssel. Erstmal die ganzen Bücher loswerden. Okay. Na, das verkaufen wir nachher für Gold. Ah. Das bringt auch 5000 Info. Dann verkaufe ich das mal dafür.
Und ich glaube, das Zepter des Boten verkaufe ich auch. Ich bleibe dann doch bei der Ziki-Götze. Die schnellere Bewegung, lieber mehr Schaden. Angriff ist die beste Verteidigung. Und dann werde ich mir hier auf jeden Fall nochmal, ich sag mal, 3 Schlüssel holen. Dass wir die schon mal auf Vorrat haben. Dann teleportiere ich nochmal schnell zum anderen Händler. Wo war der denn jetzt? Da unten. Verkaufe hier noch die anderen Schätze. Ja komm, verkaufen wir. Das hebe ich mal alles auf. Und jetzt muss ich gucken. Ich glaube, hier habe ich das abgelegt, oder? Ja. Dann können wir jetzt zu dem Raum schnell reisen. Wir sind auch schon bei einer Stunde. Aber wir dürften das Level jetzt hier auch beenden. Wahrscheinlich wird der Kampf jetzt lachhaft. Mit der Kombination Gabe des Asathos und der Tiki-Götze und der Winchester. Ich bin gespannt. So, setzen wir erstmal die beiden Sachen ein und betreten den letzten Raum. Wo uns ein Sternengezücht erwartet. Oh Mann. Leute. Also das hat gerade... Ja, nicht so viel mit dem Schwierigkeitsgrad leicht zu tun, wie ihr vielleicht glauben mögt. Der Kampf ist selbst unter leicht, je nachdem, was man an Gegenständen hat, nicht ohne. Aber die Kombination, die wir jetzt hier schon haben, die ist doch sehr, sehr stark. Okay, hier können wir jetzt das Level verlassen. Das sollte man aber nicht immer vorherlich machen. Immer schauen, dass ihr alle Infos im Level mitnehmt. Das ist wichtig. So. Leguas' Leiche. Leguas. Seiten aus seinem Notizbuch wurden ihm in den Mund gestopft. Ich kann die Erwähnung von Steinkreisen entziffern. Scheint sie überall in Amerika zu geben und sie ähneln dem Kreis unter dem Anwesen. Die Universität von Miskatonic wird erwähnt. Die Namen von Professor Lake und Professor Armitage. Insmus ist unterstrichen und der Rest ist vom Blut meines Freundes durchtränkt. Sie haben neue Informationen über die großen Alten erhalten, durch Leguas' Aufzeichnungen. Nun wissen Sie mehr über die folgenden großen Alten, über Dagon, Cthulhu und Asathos. Außerdem nochmal 1000 Info und wir haben hier noch eine blutige Truhe mit blutigem Schloss. Finden nochmal Infos, Patronengürtel, Polizeischrotgewehr. Die Sachen findet man hier eigentlich immer. Jetzt können wir auch zwischen der Winchester und dem Schrotgewehr wechseln. Aber die Winchester ist um einiges stärker. Und der Patronengürtel wäre halt ein Accessoire, der unsere Schussfrequenz beschleunigt und das Nachladen beschleunigt, was wir aber schon in der Tiki-Götze oder in der Gabe des Asathos auch haben. Das heißt... Die Belohnung, die man für das Abschließen dieses Levels bekommt, ist schon schwächer als das, was wir hier schon gefunden haben. Also da hatte ich gerade echt sehr viel Glück. Okay, beenden wir mal das Kapitel und betreten Kapitel 2. Ein seltsamer Ort. Entweder Sie träumen gerade oder Zeit und Raum sind nichts weiter als Spott und Ton. Ihr Kopf dreht sich, obwohl sie sich in völliger Finsternis befinden und nichts sehen können. Dann erscheint in weiter Ferne ein stecknadelgroßer Lichtpunkt. Das Licht wird nach und nach größer. Unter ihren Füßen spüren sie wieder den Boden, fühlen die zärtliche Liebkosung der Schwerkraft. Die Haare in ihrem Nacken richten sich auf. Sie kriegen eine Gänsehaut. Sie befinden sich in einem Raum, in dem zwar alles seinen Zweck zu erfüllen scheint, jedoch nie benutzt wurde. Und der Raum, in dem wir uns befinden, das ist quasi der Hub, von dem man aus jetzt startet und zu dem man immer wieder zurückkehrt, nachdem man ein Level abgeschlossen hat. Sie haben neue Informationen über die Alten. Sehen Sie sich die Tafel mit den Hinweisen an. Sie haben jetzt mehr Informationen über die Alten. Ihre Chancen auf den Sieg sind jetzt größer. Gering, aber größer.
Ja, ich würde sagen, diesen seltsamen Ort schauen wir uns im nächsten Video genauer an. Ich weiß jetzt nur nicht, ob er hier beim Übergang gespeichert hat, deswegen werde ich hier kurz dieses Lager nutzen. Hier können wir Gegenstände einlagern und hier sind auch schon ein paar drin, die wir da mitnehmen können. Und jedes Mal, wenn wir das benutzen, speichern wir halt auch. Und ich würde mal sagen... Ah, komm, den nehme ich mit, den kann ich nachher beim Händler gut verkaufen. Ja, und ich würde mal sagen, den Rest schauen wir uns dann im nächsten Video an. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall gespeichert. Schokolade, Erste Hilfe hebe ich auf. Patronengürtel werde ich dann noch verkaufen. Ja, und dann geht es im nächsten Video weiter mit diesem Ort, den wir uns anschauen, und dem nächsten Kapitel. Hier steht jetzt immer noch Kapitel 1, weil wir uns im Hub befinden. Wir hatten aber vorhin den Ladebildschirm mit Kapitel 2. So, ich hoffe, euch gefällt diese Art von Let's Play und keine Angst. Im nächsten Video werde ich nicht so informativ sein, hier mit den Spielelementen und allem. Wie gesagt, das erste Video eines Let's Plays dient bei mir auch immer noch so ein bisschen für Neueinsteiger, für Interessenten, die einfach nur mal reinschauen wollen, auch nochmal so als Info. So, und ab dem nächsten Video geht's dann mit dem Let's Play ganz normal weiter. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Lovecrafts Untold Stories wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.